Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich grüße euch. Wie habt ihr so die Weihnachtsfeiertage verbracht? Was habt ihr so für Geschenke bekommen? Das könnt ihr mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare reinschreiben. Denn in diesem Video, wie man unschwer sehr erkennen kann, geht es heute mal um meine Weihnachtsgeschenke. Was habe ich bekommen? Was sind das für Sachen? Und um was handelt es sich hier? Ja, wie man unschwer erkennen kann, haben wir hier ein Radio fürs Auto und da eine Kamera. Zu den jeweiligen Sachen kommt nochmal ein separates Video. Ne? Das kann ich natürlich dann nur im Auto zeigen, was es so für Funktionen hat, was es so für Sachen kann. Größtenteils sehen wir zwar auch hier unten, aber da gehe ich in einem anderen Video nochmal genauer drauf ein. Die Kamera, muss ich mir ganz ehrlich sagen, habe ich mir selber besorgt, genauso wie das Stativ, mit dem ich hier gerade filme. Nur mal so am Rande. Nur mal am Rande. Zur Kamera selber, das ist eine Rolei PowerFlex 210 HD. Mit 21 Megapixeln, ja, oder? Nee, Entschuldigung, 16 Megapixel, oben steht es drauf, 720p, 3 Zoll TLCD, 25x525 mm, super Zoom steht hier drauf, zumindest Panorama, keine Ahnung was, und Weitwinkel. Ne? Also 720p können wir hier aufnehmen. Das ist natürlich erstmal interessant. Fotos schießen, ne, kannst du ja erkennen, was wir sonst mit einer Kamera machen können. Und ja, diese funktioniert auch. Ich habe jetzt nur leider keine ordentlichen Batterien drin. Da kommt noch eine SD-Karte rein, eine ordentliche. Die habe ich mir auch schon rausgesucht. Die ist jetzt momentan hier gerade hier im Laptop drin. Na, komm raus. Da ist er gerade drin. Weil ich da gerade schon ein paar Sachen gefilmt habe. Und ja, nebenbei am Rande erwähnt, könnt ihr hier meine ganze halbe Stadt im Hintergrund sehen. Ja, kleine Aussicht am Rande. Da, was für eine wunderschöne Aussicht. Ich habe mir mal gedacht, ich nehme einfach mal für ein kleines, auf eines Video diesen Ausblick. Und ja, gut. Kommen wir nochmal auf die Kamera zurück. Wie gesagt, sind jetzt hier momentan Batterien drin, die auch momentan ein bisschen leer sind. Ich habe noch keine Batterien wieder kaufen können und ansonsten, ja. So, da sehen wir es. Ich weiß nicht, ob der Dings auch hält. Ja. Das Einzige, was ich hier noch nicht herausgefunden habe, ist einfach, wie man manuell mit der Helligkeit hier rumspielen kann. Wir haben ja hier verschiedene Modis. Ne? Automatik. Also, dass es alles sich automatisch einstellt. Denn hier manuell, was ich gerade eben erwähnt habe, wo wir dann hier nochmal die Helligkeit und Kontrast einstellen können. Hier haben wir die ganzen verschiedenen einzelnen Sachen. Aber wie gesagt, das kommt alles in einem separaten Video. Dazu werde ich mich nochmal detailliert erkundigen. Wenn ihr natürlich auch Fragen habt oder ihr wollt zum Beispiel was zur Kamera selbst wissen oder ihr wisst vielleicht auch was zu der Kamera, dann könnt ihr es mir natürlich auch sehr gerne sagen. Ich bin natürlich auch sehr gerne für neue Sachen offen. Man kann immer wieder nur dazu lernen. Das ist wie gesagt jetzt hier meine erste Kamera. Ich habe noch eine andere Kamera, die ist aber deutlich kleiner. Die ist nämlich von der Breite nur so und so lang. Das ist eine kleine Digicam. Und da habe ich auch schon ein paar Sachen gefilmt, aber naja, gut. Hier haben wir unseren Zoom. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Wir nehmen jetzt mal hier zum Beispiel das Auto. Ich mache mal auf meine Automatik. Beispiel nehmen wir jetzt hier die Schrift, LED. Ups. Na komm. Vorführeffekt. Dauert wieder einen Moment. Diese Scharfstelle, ja, man kann schon deutlich sehen, wie weit ich da rankomme, auch wenn die sich jetzt gerade irgendwie aus irgendeinem Grund nicht scharf stellt. Aber das muss ich noch alles herausfinden, wie da genau das Ganze funktioniert hier. Das habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden und das muss ich mich alles nochmal genau damit befassen. Sie ist jetzt ein bisschen stubig, weil ich jetzt hier natürlich auch viel meine PlayStation nebenbei noch sauber gemacht habe. Ist natürlich der ganze Staub jetzt natürlich hier mit auf die Dings drauf geflogen. Als kleines Beispiel, hier zum Beispiel, da liegt ein Teil von der. Das ist zum Beispiel ein Teil von der PlayStation. Nur so als eine Randinformation gibt es natürlich auch auf meinem Kanal. So, das dazu. Wie gesagt, hier jetzt sagt er wieder, dass die Kamera voll wäre. Naja, gut, Herr Kreuz, was soll's. Gut. Ja, kommt eigentlich noch so ein Teil drauf. Das habe ich aber jetzt nicht dazu bekommen. Ja, das Stativ ist ein ganz normales Stativ. Ne? Das kann ich später nochmal zeigen. Kommen wir mal zur kleinen, aber feinen. Zum Radio. Ich habe noch was anderes, aber das ist jetzt schon im Auto, das werde ich euch später zeigen. Auf jeden Fall, worüber wir uns detailliert, richtig,
reinschmeißen werden oder wo ich noch viele Videos machen werde, kleiner Moment, ist hiermit. Wie ihr sehen könnt, sind zu dem Radio auch Kabel dazu, aber wie man hier so unschwer schon erkennen kann, fokussiere, muss man diese Kabel selber hier alle anklemmen. Also heißt, dazu gibt es nochmal ausführlich ein Video, wie man solche Kabel an ein Auto anklemmt, was man da zu beachten hat. Weil man kann ja nicht einfach sagen, okay, ich zerre das jetzt hier ab, zum Beispiel, gell, ich zerre das Rot jetzt hier einfach so ab, zum Beispiel, ne, und klemme das einfach so dran und das wird schon reichen. Nee, eben nicht. Genau, da liegt der Fehler im ganzen Bild. So geht das Ganze nicht, weil dann kann man sich auch einen kurzen hinzufügen im Auto. Das ganze Auto kann anfangen auch zu brennen und das Radio wird, denke ich mal, nicht billig gewesen sein. Ja, das ist ein Doppeldienradio, nochmal so am Rande erwähnt, aber dazu gibt es nochmal hier ausführlich ein Video. Ja, das ist ja hier, ne, für die ganzen Funktionen, das ist für die Stromversorgung hier, ne, Masse, Strom, das ist Zündung hiermit, Zündung und Strom, Masse und Pipapo. Hier hat man dann nochmal ein separates Kabel. Ja, gehe ich auch wie gesagt auch nochmal alles separat in einem Video drauf ein. Und zum Radio selber. Ich hole es einfach mal raus. Wir haben hier noch ein Büchlein dazu. Wir haben hier noch ein Büchlein dazu. Und hier, Fernbedienung und Co. Ja, gut. Das wollte ich euch nur so ganz kurz zeigen. Ich kann euch noch kurz meine. So, wie man jetzt hier so schön sehen kann, ist das hier mein zweites Weihnachtsgeschenk. Und zwar könnt ihr euch noch an ein Bild erinnern, für die Leute, die mich auf Instagram haben, dass ich das Radio ohne diesen Einbaurahmen in meinem Auto drinne hatte. Das ist quasi einfach nur ein Rahmen, der eingebaut wird, um das Radio zu halten. Und unten drunter, wie man so schön sehen kann, hat man noch ein kleines Fach. Wenn ihr mehr solche Videos haben wollt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare rein. Seid gespannt, denn es kommt in der nächsten Zeit noch einige interessante Videos. Also schaltet wieder ein. Bis zum demnächst.